Jetzt machen wir mal ein chinesisches Gericht aus meinem asiatischen Kochbuch. Und zwar ein glasiertes Schweinefilet mit einem Pak Choi Krautsalat. So, was habe ich gemacht? Das Kraut in Streifen geschnitten, das gleiche mit dem Pak Choi. Ein bisschen braunen Zucker, ein bisschen Chilisalz drauf tun. Und das lassen wir jetzt marinieren. Das macht man so, mal so 5-6 Minuten. Und jetzt sieht man schon, jetzt beginnt der schon zu glänzen. Lassen wir nur ein bisschen und braten wir uns jetzt das Schweinefilet an. Also, ganz wenig Öl in die Pfanne. Je weniger Öl, da nur 2-3 Tropfen, umso besser der Bratgeschmack. Mit dem Pinsel ein bisschen verteilen. Und letztendlich ist es so, wenn ich die Pfanne umdrehe, dann dürfte jetzt kein Fett rauslaufen. Dann hätte ich es richtig gemacht. Schweinefilet dünn geschnitten, nicht gesalzt, nicht gepfeffert, weil das würde ich verbrennen und das Salz zieht Wasser. Jetzt brate ich mal diese Stückerl an. Ganz kurz nur. Schauen wir mal, was unser Krautsalat macht. Den könnten wir jetzt gleich mal fertig machen. Ein bisschen Weißweinessig drauf. Dann etwas Öl drauf. Normales Öl. Und jetzt parfümieren wir es vorsichtig, nur ein paar Tropfen mit unserem Sesamöl. Das reicht. Jetzt verrühren wir das. Und fertig ist fast schon unser Krautsalat. Gib jetzt noch ein bisschen Dill rein. Der macht sich immer gut. Kraut, Dill, entblähend. Und jetzt kommt noch ein bisschen Minze dazu. Die schneiden wir nur ganz grob, so ganz bisschen, dass das ätherische Öl rauskommt. Und natürlich, damit es noch ein bisschen fruchtiger wird, kommt jetzt etwas Apfel rein. Das Ganze wird verrührt und fertig ist fast. Wenn wir nicht einen schwarzen Sesam noch hätten, der schmeckt natürlich auch gut. Das tun wir jetzt so ein bisschen drauf. Dann gibt es ein wunderschönes Bild. Und jetzt muss ich mein Fleisch umdrehen. Hier, zack. Das ist fertig. Rausnehmen. Und jetzt machen wir die Soße. Jetzt löschen wir mit Wasser ab, nicht mit Brühe. Warum? Weil wir Sojasauce dazugeben. Und die Sojasauce ist natürlich salzig. Das ist eine helle Sojasauce. Die hat nicht so viel Salz. Dann einen gescheiten Spritzer. So, das wäre es jetzt schon. Und jetzt Knoblauch und Ingwer, wenn Sie es frisch haben. Natürlich, aber leichter werden Sie mit der Knoblauch. Ingwerpaste und jetzt kommt natürlich der chinesische Geschmack dazu. Ein bisschen was rein, das da, etwas Butter, fertig ist unsere Soße. So, und jetzt kommt praktisch mein Fleisch, das jetzt da nochmal, das innen ja noch wunderschön saftig ist, reinleg, lass das ein bisschen mitlaufen und drehen wir das jetzt, wir glasieren das jetzt praktisch und dann können wir ja fast schon anrichten da. Man sieht, der ist nicht zusammengefallen, der ist noch frisch, der freut sich. Wenn du jetzt an einen Nei beißt, da ist nicht der ganze Saft und die ganze Kraft ist da drin. Und jetzt kommen unsere glasierten Schweinefilet drauf. Hier haben wir unsere Soße dazu. Geschmacksintensiver und schneller, besser geht es praktisch schneller. Nachkochen und Sie sind begeistert, nicht nur von dem Gericht, sondern von Ihnen, dass Sie das so gut hinbringen. Und ich probiere es jetzt an. Wahnsinn, unglaublich. Ich glaube, ich sitze beim Chinesen. Ob es der so hinbringt?